Let's Automate, der Luxon-Podcast rund um Haus- und Gebäudeautomation. Hallo und Servus zu einer neuen Ausgabe Let's Automate, dem Luxon-Podcast rund um Haus- und Gebäudeautomation. Mit mir, dem Moritz, und meinem Kollegen Johannes. Servus. Heute im Auto unterwegs, das heißt, falls Sie sich nicht gerade das YouTube-Video anschauen und uns in Farbe und bunt sehen, sondern das audiotief erleben, das Rauschen, das ist momentan die A96 von Memmingen. Denn wir kommen gerade von einem Videodreh. Und zwar, wo waren wir, Johannes? Wir waren bei der Firma Lok Antriebstechnik. Deswegen habe ich auch diese Werbesonnenbrille hier auf. Product Placement. Lok Antriebstechnik. Die Adresse seit über 175 Jahren für manuelle und elektrisch angetriebene Antriebe. Hauptsächlich oder sehr viel in der Belüftungsthematik unterwegs. Machen sehr viele Projekte. Wir waren gestern bei einem Stall, bei einem Landwirten, ja, wo der komplette Kuhstall mit der Technik von Lok ausgestattet ist. Waren jetzt gerade noch in einem Gartencenter. Ja. Schöne Blumen. Gestern noch in einem riesengroßen Gewächshaus, wo Jungpflanzen, also Gemüsepflanzen, produziert werden. Stellt sich vielleicht der ein oder andere die Frage, wie geht das jetzt irgendwie mit Luxon zusammen? Also was machen wir da zusammen? Die Automatisierungstechnik kommt von uns, die Antriebe kommen von der Firma Lok. Und da geht es nicht nur um die Belüftung, sondern die machen wirklich alles. Bei der Firma Lok nennt sich das Ganze Bricks, also es gibt verschiedene Pakete, die man dann quasi als Kunde, als Landwirt oder als sich kaufen kann. Da geht es an bei der passiven Belüftung, bei der Torsteuerung, Zutritt, Energiemanagement, wo wir gleich auch noch drauf zu sprechen kommen, bis hin zur perfekten Beleuchtung der Kühe. Ja, also Thema Energiemanagement, das ist nämlich das eigentliche Thema heute von unserem Podcast. By the way, nochmal so ein kurzes News-Update von unserem Luxon Campus. Inzwischen ist unser Logistikzentrum in Betrieb. Gibt es ein Video auf YouTube. Inzwischen werden die Hotelzimmer gerade bezogen. Da gibt es auch ein Video mit unserem Gründer Thomas Moser, wie er erklärt, wie der Multiplikator funktioniert anhand dieser 82 Hotelzimmer, und es gibt ein eigenes Videothema Energiemanagement am Luxon Campus. Ebenfalls unser Gründer Thomas Moser hier, der durch den Campus führt. Und über das Thema Energiemanagement wollen wir auch heute sprechen. Warum? Wenn Sie unseren YouTube-Kanal verfolgen, wenn Sie unseren Podcast verfolgen, alle letzten Folgen drehen sich schon um das Thema Energie. Es lässt uns nicht los, denn es ist noch nicht bei allen Menschen angekommen, wie man Energie einsparen kann. Dass wir das tun müssen, dass wir Klimaziele erreichen müssen, all das ist uns bekannt. Jeden Tag ist es in den Nachrichten. Wie kann ich nun aber Energie wirklich einsparen, die CO2-Emissionen verringern? Und wir von Luxon haben da ein dreistufiges Modell entwickelt sozusagen. Und das wollen wir euch heute vorstellen. Johannes, der erste Schritt von diesem dreistufigen Modell ist welchen? Ja, Stufe 1 ist auf jeden Fall erstmal das Monitoring. Wir haben da die perfekten Tools dafür. Es gibt den Energieflussmonitor, es gibt eine Supervisualisierung. Also ich muss meine Energieflüsse in einem Gebäude erfassen, visualisieren, sichtbar machen. Also was verbrauche ich gesamt, was erzeugt mein Gebäude, und dann vielleicht noch Unterzähler positioniert, dass ich genau weiß, ey, was brauche ich jetzt in dem Gebäudeteil, was fließt in die Wärmepumpe, was braucht mein normaler Strom im Gebäude. Aber das Ganze ist natürlich nicht nur auf Strom bezogen, das Ganze kann man natürlich auch mit der Wärmeenergie machen. Also, und wie viel Wärmeenergie fließt in diesen Gebäudeteil oder in diesen Teil? Also, und ich muss erstmal erfassen, was tut sich bei mir, weil nur so kann ich potenzielle Einsparpunkte rausfinden und dann letztendlich eliminieren. Und da kommen wir auch schon zu Punkt 2. Genau, das ist so ein bisschen, kann man sich vorstellen, ne? Wenn ich jetzt zu Hause was zu essen machen will, muss ich auch erstmal in den Kühlschrank gucken vorm Einkaufen, was habe ich überhaupt da und was brauche ich noch. Und genauso ist es hier auch. Am Luxon Campus konnte man so zum Beispiel wunderbaren Energieleck festmachen und sehen, da fließt aber ganz schön viel Energie in Bereich XY. Und ja, dann ging es darum, dass ein Ventil, das war noch auf Handstellung gestellt, genau, und nicht automatisiert. Und deswegen war dieses Ventil dauerhaft offen, konnte
So, kurze Unterbrechung. Wir haben sommerliche Temperaturen und unsere Kamera, also wir das waren iPhone. So heiß. Ja, das iPhone ist leider. Musste abkühlen. Musste ab. Also, wo waren wir stehen geblieben? Genau, wir müssen erstmal monitoren, genau, Energieleck. Was haben wir an Energieflüsse im Gebäude? Energieleck war im Campus ein Ventil, das noch auf Handstellung geschaltet war, deswegen war es durchgehend offen. Der Energieflussmonitor hat sofort sichtbar gemacht. Oder, was auch ein Punkt war, ich meine, wir können es ja, wir sind ja hier unter uns quasi, wir sind ja auf einer Autofahrt hier, hört ja eh unseren Podcast fast niemand. wir hatten noch einen Energieleck am Campus und zwar haben wir, nicht am Campus, im alten Basecamp und da haben wir festgestellt, dass unsere Handtuchtrockner, also die bei uns in den WCs hängen, Damen, Herren, im Keller etc., ganze 60 Watt im Standby-Betrieb verbrauchen. So, genau. Und das 365 Tage im Jahr, einfach 24 Stunden 7 Tage die Woche. Und genau. Das bringt uns eigentlich auch wunderbar zu dem zweiten Punkt von unserem dreistufigen Modell, Reduzierung der Grundlast. Also jedes Gebäude, jetzt schauen wir mal, ob das hier, jedes Gebäude hat eine gewisse Grundlast, die einfach immer da ist. Ja? Wie zum Beispiel, man muss nur mal addieren, von mir aus der Kühlschrank, der läuft, die Gebläse von den Handtrocknern, die Grundbeleuchtung, also einfach eine Grundlast, die immer da ist. Und hier ist schon mal ein ganz wichtiges Einsparpotenzial. Deswegen, wie kann ich die Grundlast reduzieren? Wie kann ich präsenzgesteuert, zeitgesteuert, verschiedene Abläufe, Betriebsmodi, wie kann ich das schaffen, dass hier einfach dieser Grundverbrauch reduziert wird? Und jetzt muss man sich nur mal überlegen, pro Quadratmeter Wohnfläche hat man um die 200 Kilowattstunden Verbrauch pro Jahr in einem Gebäude, so ist so eine Faustformel. Und wir trauen uns zu, dass wir 10-30%, teilweise sogar bis zu 50% dieser Energie einsparen können. Und pro Kilowattstunde haben wir einen Kostenfaktor, pro Quadratmeter einen Kostenfaktor von 2-6 Euro. Und jetzt braucht man sich nur mal ausrechnen, wie viel Quadratmeter Wohnfläche habe ich und dann ein Einsparpotenzial von 2-6 Euro pro Quadratmeter, da kommt schon ordentlich was zusammen. Ganz einfacher Tipp, wenn Sie den Punkt 1 umgesetzt haben, also ein perfektes Monitoring haben, dann versetzen Sie mal das Haus in den Schlafmodus. Also wirklich so, als würden Sie jetzt in den Urlaub fahren und schauen dann mal drauf, was braucht denn jetzt mein Haus eigentlich noch an Energie? Und dann könnte man herangehen und könnte sagen, okay, was kann ich jetzt machen, um diese Zahl von XY Watt zu reduzieren? Genau. Und Sie werden sich wundern, da findet man bestimmt den ein oder anderen Verbraucher, wo man sagt, der müsste jetzt nicht laufen oder die Zirkulationspumpe oder wie bei uns der Handtuchtrockner, der einfach nur da ist, der nicht mal läuft, sondern einfach nur da ist und 60 Watt verbrennt. Genau. Und dann kommen wir zu Schritt 3. Das ist das Verschieben der Last. So, was heißt Verschieben der Last? Wie kann ich das überhaupt machen, Johannes? Naja, also wenn man jetzt selber Strom produziert, also eigentlich gibt es zwei Aspekte. Jetzt gehen wir mal im ersten Punkt davon aus, okay, mein Haus oder mein Gebäude, meine Firma, was auch immer, besitzt eine PV-Anlage. Ich produziere selber Energie. So, das passiert nach Adam Riese immer dann, wenn die Sonne ist und die geht halt irgendwann in der Früh auf und abends geht sie irgendwann unter im besten Fall. Außer Sie sind jetzt gerade in Norwegen irgendwo, genau. oder es geht Richtung, weiß ich, was ist da oben, Lappland, da ist das vielleicht anders mit dem Sonnenuntergang, genau. Aber wir gehen jetzt mal von dem nochmal. Genau. Und ich muss einfach schauen, dass ich lastintensive Verbräuche in die Stunden verschiebe, wo ich viel Ertrag habe. So, wie funktioniert das jetzt? Wir haben ja vorhin gerade erzählt, wir waren bei der Firma Logdrive, die automatisieren unter anderem auch Ställe, also landwirtschaftliche Betriebe. Und die haben das jetzt zum Beispiel so gelöst, die brauchen heißes Wasser, um diverse Maschinen, Melkroboter etc. zu reinigen. Da gibt es einen großen Pufferspeicher und der wird über einen Heizstab betrieben oder aufgeheizt, wenn gerade die Sonne da ist. Oder
Es gibt auch ein Rührwerk für die ganze, wie sagt man, Ölle? Ja, ja, ja. Kuhdung. Kuhdung, das muss auf jeden Fall irgendwie umgewälzt werden. Da kommt es jetzt nicht drauf an, dass das alle 3 Minuten passiert, sondern, mein Gott, das muss halt mal alle paar Stunden gemacht werden. Und das macht man halt jetzt nicht mit einer stumpfen Zeitschaltuhr, einfach mal alle Stunde umrühren, sondern das wird umgerührt, wenn PV-Ertrag vorhanden ist. Also lastintensive Verbraucher möglichst in die Zeit schieben, wo man nichts für den Strom zahlt. So, das ist Aspekt 1. Genau, Aspekt 2, wenn man jetzt keine PV-Anlage hat. Es gibt ja mittlerweile immer mehr Anbieter, die dynamische Stromtarife anbieten. Wir mit unserer Software, mit dem Miniserver, mit der Noxon Config können diese Informationen direkt von der Strombörse abgreifen. Ja. Und da sind die Schwankungen des Strompreises pro Kilowattstunde erheblich. Also da geht es von 2 Cent, teilweise sogar 0 Cent, bis weiß ich nicht, 50 Cent. Genau. Ja. So. Und auch mit dieser Information, also wann ist die Energie günstig und wann ist sie teuer, kann ich arbeiten. Mit unserem Spotpreis-Optimierer, ja. Das ist der Loxon-Baustein dazu. Und da kann ich dann eben auch direkt sagen, okay, ich weiß jetzt, dass der Strompreis von mir aus, ich sag mal, zwischen 18 und 19 Uhr total teuer ist, weil jeder in seinem Badezimmer da das Licht anhat und so weiter. Weiß aber, dass das vielleicht mittags von 12 bis 1 sehr günstig ist. Und dann kann man eben, wie der Johannes das gesagt hat, diese lastintensiven Verbraucher befehligen sozusagen, bitte in dieser Zeit zu laufen, um dann wirklich günstig die Energie einzukaufen. Ja, beim Spotpreis Optimizer gab es jetzt noch ein kleines Update, ja. Dass wir jetzt mehr Anbieter einbinden können. EPEX Spot, die große, eine der größten europäischen Strompreisbörsen, ist jetzt nativ eingebunden. Das heißt, ich brauche nicht mehr irgendwie den Umweg programmieren, wo kriege ich diese Informationen her in der EPEX Spot Börse, wie ist da gerade der Strompreis, sondern das kann man jetzt einfach in der Config am Baustein in den Einstellungen auswählen und dann einfach den entsprechenden Landesmarkt, in welchem Land ich sitze, dass ich auch den wichtigen Strompreis erziehe. Ein kurzes Beispiel noch zu diesem Thema lastintensive Verbraucher. Jetzt sagt da draußen vielleicht jemand, ja, was nutzt mir das, wenn ich von mir aus den Strom mittags günstig einkaufen kann, dann meine Wärmepumpe anschmeiße oder was auch immer und dann mein Bad mittags um 12 beheize, wo ich nicht zu Hause bin. Warum sollte ich das tun? Ich will es ja abends um 18 Uhr warm haben. Ja, richtig, aber wenn ich jetzt hergehe und auch sage, dann mittags um 12 schmeiße ich die Heizung an, weil ich gerade nichts für den Strom bezahle oder sehr wenig für diese Energie, dann heize ich ja mein Gebäude auf, dann heize ich ja die Wände auf und dann speichere in den Backstein, in den Wänden, im Mauerwerk wird die Energie gespeichert und abends um 18 Uhr, wenn sie nach Hause kommen, müssen sie vielleicht ein bisschen nachheizen, aber lange nicht mehr so viel nachheizen, wie wenn jetzt den ganzen Tag über der Raum ausgekühlt wird. Oder ich habe einfach einen Pufferspeicher und ballern wir den voll mit heißem Wasser. Also ich brauche natürlich irgendein Element im Haus, wo ich sage, okay, da kann ich die Energie jetzt sinnvoll reinpacken. Also so jetzt mal das Licht aufdrehen, obwohl ich nicht zu Hause bin, nur dass ich jetzt den günstigen Strom verbrauche. Das macht natürlich jetzt keinen Sinn, aber die Poolpumpe laufen lassen zum Beispiel, die Heizung laufen lassen, wie der Moritz schon gesagt hat. Vielleicht auch mittags, wenn ich jetzt ein luxuriöses Gebäude habe, die Sauna anschmeißen, da ist sie schon mal vorgeheizt. Wenn ich die vielleicht abends brauche, ist jetzt im Sommer vielleicht nicht so das Thema, aber nur, dass wir mal eine Idee kriegen, was kann ich denn überhaupt alles tun. Also zusammengefasst diese 3 Schritte. Monitoren, Reduzierung der Grundlast und das Verschieben der Lastzeiten oder auch Peak Shifting, das Abkappen von diesen Lastspitzen, dass ich nicht mehr sage, ich habe so eine Kurve, wo ich jetzt extrem viel verbrauche in diesem Zumwert. Genau. Ja, noch ganz kurz zum Spot Price Optimizer, kann man ein bisschen anteasern. Viele warten darauf, viele Fragen sind reingekommen. Wird es überhaupt eine Visualisierung dafür geben und wann kommt die? Also, ich habe da schon die ersten Geschichten durchblitzen sehen, schaut cool aus. Ja, natürlich wird es eine Visualisierung dafür geben. Steht quasi kurz vor der Veröffentlichung, glaube ich. Ein wichtiger Punkt da noch ist das Thema investieren. Also das heißt bei uns, der ROI Turbo klingt zwar wie ein Schlagerstar, ROI Turbo meint aber, ROI ist Return of Investment. Das heißt,
das Geld, was ich jetzt reinstecke in eine intelligente Gebäudeautomatisierung wie Luxon, beziehungsweise das Energiemanagement durch Luxon, die Komponenten, den Miniserver, das, was ich da zuerst mal kaufen muss, das, was ich da reinstecken muss, wann zahlt sich das denn bei mir aus? Und dieser Return, der erfolgt in den meisten Fällen innerhalb weniger Monate oder im ersten Jahr. Spätestens nach einem Jahr hat man, wenn man diese Grundausstattung kauft, egal ob im Privatbereich oder im Gewerbe, hat man das wieder raus. Heißt jetzt konkret, wir haben ein Beispiel von einer großen Restaurantkette, die weltweit aktiv ist, die in einem ihrer Restaurants auf Luxon setzt. Da wurden 5.000 Euro investiert, das ist für so eine Restaurantkette nichts. 5.000 Euro wurden da investiert. Und im ersten Monat wurden schon 5.000 Euro Energie eingespart. Und das dauerhaft, Monat für Monat für Monat, durch intelligentes Energiemanagement. Können Sie mal auf unsere Webseite luxon.com gucken. Da gibt es alle Infos auch zu diesem Projekt. Wie schaffen die das, in einem Monat so viel einzusparen? Wollte ich gerade sagen, wir zwei reden ja gerne und viel. Ja, wir können ja viel babbeln. Aber wir haben das eben alles im Detail aufgeschlüsselt anhand eines Beispielprojekts oder an einem, ja, verschiedene Projekte. Genau. Es gibt einige, da kommt noch viel, da können wir jetzt nicht so drüber sprechen. Da geht es um die Deutschland-Filialen von einem Mobilfunkbetreiber, was da automatisiert wird, wo es um das Thema Energiemanagement geht. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel ein Gewerbe haben, wenn Sie vielleicht mehrere Standorte haben oder auch einfach nur vielleicht mehrere Wohnungsprojekte oder wie auch immer, das heißt, wenn Sie jetzt vielleicht kein Privatmann sind, sondern gerade Investor oder einfach Gewerbetreibender, auch diese Vorstellung, ich habe über die Luxon-App jederzeit im Blick, was weltweit, deutschlandweit, egal wo, an all meinen Standorten gerade mit der Energie passiert, wo kommt sie her, wo geht sie hin, wo ist vielleicht ein Leck, wo kann ich was optimieren? Ich habe es in einem Blick in der Luxon-App und wir haben unsere Energy Heroes, das heißt, das sind Kollegen bei uns aus dem Haus von uns von Luxon, die mit ihnen zusammen Projekte auch durchgehen, die ihnen das Einsparpotenzial aufzeigen. Wo kann ich jetzt Energie einsparen? Ich möchte das gerne tun. Und die helfen ihnen da, greifen ihnen unter die Arme und zeigen ihnen, so ist das mit Luxon möglich. Also einfach mal informieren. Das Thema Energiemanagement, das wird uns auch noch die nächsten Jahre begleiten. Jetzt denken Sie sich vielleicht, okay, ich bin vielleicht eine kleine Einzelperson, wieso sollte ich jetzt von mir aus, weiß ich nicht, ein paar Kilogramm CO2 im Jahr sparen? Wenn es Ihr Nachbar macht, wenn es der Nachbar vom Nachbarn macht, wenn Sie das mal weltweit betrachten, dieses Thema, dann wird da unglaublich viel eingespart. Wir reden ja auch immer davon, okay, wir sitzen jetzt hier in Deutschland oder Sie hören den deutschsprachigen Podcast, Deutschland, Österreich, Schweiz. Wir sind ein kleiner Windhauch in der gesamten Welt. Aber wenn jeder so denkt, dann geht es nicht voran. Das ist mit allem so. Und der Anfang muss gemacht werden. Wir haben genauso eine Verantwortung dafür wie in China oder wie der Öltanker in der Ägäis, was weiß ich was. Also einfach dieses Thema angreifen. Sie sparen sich ja auch bares Geld und dieser Return on Invest, der ist innerhalb kürzester Zeit da. Ja, ich würde sagen, wir entschuldigen uns jetzt noch ganz kurz für unsere miese Tonqualität ausnahmsweise mal. Und dieses wackelige Bild und die kurze Unterbrechung. Aber mein Gott, zwei ist das einfach mal, wenn man im Auto unterwegs ist. Auf jeden Fall würde es uns freuen, wenn Sie mal auf unserem YouTube-Kanal vorbeischauen. Wie gesagt, cooles Video mit der Firma LogDrive zusammen gemacht, wird jetzt dann irgendwann mal fertig. Aber auch coole Referenzprojekte, genau, aus der letzten Zeit und auch Explain-Videos zum Thema Energiemanagement. Wie kann ich das jetzt konkret? Es würde jetzt hier keinen Sinn machen, wenn wir unsere Luxon-Config besprechen, welche Bausteine haben wir und so weiter und so fort. Das haben wir aber in einem Explain-Video gemacht, dass Sie sich dann einfach auf unserem YouTube-Kanal. Aber es lohnt sich definitiv vorbeizuschauen. Ich bin gerade irgendwie am eines Drehtermins mit der Firma SolarEdge zusammen, wo wir wirklich Schritt für Schritt schauen, okay, wie binde ich jetzt die Produkte von SolarEdge in ein mit Luxon automatisiertes Gebäude ein. Das wird weitergehen mit verschiedenen Heizungsherstellern, Wärmepumpenherstellern, Wechselrichterhersteller. Energie, da sind wir voll dabei. Mal vorbeischauen. Nächste Ausfahrt ist eins von diesen weltweiten Restaurants, die mit Luxon automatisiert sind. Ist hier Raststätte. Da fahren wir mal raus, habe ich nämlich jetzt Hunger. Gibt es die an der Autobahn? Die gibt es an der Autobahn dafür. Ja. Also hat sicher jeder schon mal gesehen. Wir sagen den Namen nicht, nee. Aber Sie können sich vorstellen, es ist ein bekannter Buchstabe. Okay. Sagen wir mal so.
Wenn Sie wissen, wie ich heiße, dann nehmen Sie den Anfangsbuchstaben, dann haben Sie da vielleicht auch den Körper. Also, vielen Dank fürs Einschalten, Zuhören, ganz egal, über welches Endgerät Sie gerade diesen Podcast empfangen. Wir melden uns wieder und danke für die Aufmerksamkeit. Servus, ciao. Tschüssi. Let's Automate, der Luxon-Podcast rund um Haus- und Gebäudeautomation.